Hallo, mein Name ist Martin Schröer und heute gibt es einen kleinen Vergleich zwischen Sonarworks Reference 4 und dem neuen IK Multimedia Arc 4. Also seid gespannt. Es gibt natürlich, weil es das schon so oft gibt auf YouTube, habe ich kein Unpacking gemacht. Ich habe auch nicht gemacht, wie es angeschlossen wird. Das könnt ihr alles in der Beschreibung sehen. Mir geht es alleine darum, wie verhalten sich die beiden Dinger, wie kann man damit arbeiten. Es sind ja beides Systeme zur Raumkorrektur und ja, ich habe beides ausprobiert, habe jetzt lange mit dem Sonarworks 4 gearbeitet und bin über so ein paar Sachen genervt gewesen und deswegen habe ich jetzt das Arc ausprobiert. Kurz zum Raum, es ist ein kleiner Raum, in dem ich arbeite, etwa 5 Meter lang, 3,50 Meter breit, nicht symmetrisch, was ganz gut ist für die Akustik und ich habe an den First Reflection Points an den beiden Seiten habe ich von der Firma Hofer kleine etwas Dämmung und an der Decke ebenfalls. Und ich habe hinten zwei Bassfallen, auch von der Firma Hofer und so kleinere Bassdinger von T-Bone, also von Thomann. Ja, auf hinten in Blickrichtung für mich jetzt ist ein großes Fenster. Hier an der Seite ist auch ein Fenster. Das ist natürlich alles nicht so super. Aber wie gesagt, ich hab da das Dämmmaterial davor. Und das ist eigentlich ganz okay, wie es bisher klingt. Was noch zu erwähnen ist, als ich hier eingezogen bin, war direkt ganz hinter mir, noch hinter dem Schreibtisch, so ein Kasten in die Wand eingebaut aus Rigipsplatten. Und den habe ich aufgesägt und mit Löchern versehen und mit Steinwolle ausgekleidet. Und das hat sehr viel für den Bass gebracht. Aber wie ihr gleich erfahren werdet, nicht genug. Das wirkt so wie so ein Helmholtz-Resonator. Ich bin damit ganz zufrieden, aber wie gesagt, es könnte noch ein bisschen besser sein. Und da ist noch einiges an Möglichkeiten. Noch kurz zum Equipment. Meine Soundkarte ist eine Universal Audio Apollo X4. Die beiden Boxen hinten, die ihr so ein bisschen sehen könnt, zumindest die eine, sind von KS Digital A200 Mark II. Die gehen runter bis 20 Hertz fast, was sehr beachtlich ist. Und ich benutze ein Mac Studio. Hier im Haus wird hauptsächlich Bandprojekte gemischt, nicht aufgenommen, nur gemischt. Und ich komponiere hier und nehme auch ab und zu mal Gitarren oder andere Saiteninstrumente auf oder Gesang. Das klappt aber auch alles sehr gut. Da ist noch ein bisschen Peripherie für da, aber das ist jetzt nicht unbedingt total wichtig zu wissen für diesen Test. Also ich habe das Gerät angeschlossen und dann habe ich ein paar Messungen durchgeführt. Mit dem Arc vom Sonarworks war schon alles gemessen. Das habe ich vor einem halben Jahr das letzte Mal gemacht, als ich den Raum das letzte Mal verändert habe. Also direkt zum Arc. Und was mir als erstes aufgefallen ist, das Mikrofon, was ich von Sonarworks habe, ist von einer ganz anderen Qualität als das kleine Plastikmikrofon, welches von Arc dabei ist, von IK Multimedia. Ich würde sagen, dass ich dem von Sonarworks mehr Vertrauen schenke. Das Messverfahren war bei beiden etwa gleich aufwendig. Beim Sonarworks fand ich ganz schön, dass er einem gesagt hat, über eine Messung, wo man das Mikrofon hinstellen sollte. Das musste man beim Arc schätzen. Dadurch wurde es beim Sonarworks ein Hauch aufwendiger, das zu machen. Ist für mich aber auch ein bisschen vertrauenswürdiger gewesen. Ich habe mir mal die beiden Kurven danach angeschaut und die sehen im Großen und Ganzen ähnlich aus. Nach der Korrektur sah die korrigierte Welle im Sonarworks doch ziemlich glatt aus. Ich hatte im unteren Bereich noch so ganz kleine Wellen im Vergleich zu vorher Mini-Wellen. Beim Arc war es auch nach der Korrektur noch so, dass noch relativ große Ausschläge zu sehen war. Ich habe dann auf der einen Seite die Messunterschiede waren ein bisschen unterschiedlich. Auf der einen Seite habe ich die Bässe nachträglich noch ein bisschen abgesenkt. Mache ich demnächst bestimmt noch mal anders, teste das noch mal neu. Aber ich habe im unteren Bereich noch ein bisschen was weggenommen, weil auf meiner linken Seite, wenn ich davor sitze, auf der rechten, doch relativ heftige
Wellen im Bassbereich waren. Aber ihr habt es ja gerade gesehen. Ja, warum habe ich mir das Haag überhaupt gekauft, wenn ich mit dem Sonoworks denn ganz zufrieden war? Ich war nicht ganz zufrieden. Ich hatte öfter mal so, dass verschiedene Quellen nicht wiedergegeben wurden oder verzerrt wiedergegeben wurden, dass ich beim Tracking Verzögerungen hatte. Und natürlich, wenn ein Programm jetzt über meinen Mac läuft, braucht es auch Ressourcen, die ich für andere Sachen vielleicht nicht habe. Manche Produktionen sind jedoch schon recht am Ende des Machbaren für meinen Computer, obwohl es ein Mac Studio ist. Mit einigem an Power komme ich doch manchmal in die Nähe dessen, was noch machbar ist. Und da hat es mir nicht gut gefallen, dass das Sonoworks dann auch noch Ressourcen braucht. Und ich denke mal, die sind gar nicht so unerheblich. Deswegen habe ich mich nach dem Arc umgesehen. Wie gesagt, es gab auch einige Schwierigkeiten, die ich so hatte. Beim Aufnehmen ist es halt nicht so schön, wenn man mit dem Tracking irgendwelche Probleme hat. Und manchmal wurden Quellen nicht wiedergegeben. Das war wirklich unangenehm und hat mich auch genervt. Das heißt, ich habe dann oft das Sonoworks ausgeschaltet und dann zum Mischen wieder angeschaltet, habe es manchmal vergessen, wieder anzuschalten. Alles war ein ewiges Hin und Her. Nicht so eine einfache, praktikable Lösung. Und als ich vom Arc gehört habe, war ich sofort interessiert. Eine Hardware-Lösung, wo mein Rechner nichts mehr zu tun hat im Prinzip, ist super. Ich habe das Gerät dann einfach zwischen Soundkarte und Lautsprecher angeschlossen. Das war auch völlig unproblematisch, genauso wie die ganzen Einstellungen, die zu machen waren. Und das hat nicht so viel Zeit gekostet tatsächlich. Beim Sonoworks ist noch ein weiteres Problem. Ich mache nicht alles über Lautsprecher, sondern mische auch manchmal über die Kopfhörer. Und zwar tatsächlich aus Gründen der Kreativität. Mit Kopfhörern kann ich manchmal besser eintauchen. Manchmal nerven sie mich auf den Ohren. Das heißt, ich wechsle relativ oft. Und dann könnte ich zwar wieder ein neues Profil auswählen im Sonoworks, aber meine Kopfhörer haben spezielle Ohrpolster und sind natürlich dann nicht wie die Standardkopfhörer eingemessen. Das heißt, entweder auf die bequemen Ohrpolster verzichten oder dann wieder irgendwelche Veränderungen, die ich nicht beeinflussen kann, in Kauf nehmen. Das gefiel mir nicht so gut. Beim Arc gehe ich direkt aus der Soundkarte raus und habe immer den gleichen Sound. Und der ist auch ganz natürlich, da ist nichts korrigiert und so muss ich auch nicht. Die Kopfhörer sind gut und es gibt eigentlich keine Probleme. Ich kann ganz gut mitkriegen, was ich höre. Wie habe ich mich entschieden? Ja, kurzes Fazit zum Abschluss. Wie habe ich mich entschieden? Tatsächlich scheint mir das Sound Reference etwas zuverlässiger zu sein von dem, was es misst. Aber das Arc ist wirklich deutlich leichter in der Handhabung. Außerdem kann ich mal auf anderen Boxen mischen. Da muss ich zwar kurz das Interface wieder per USB anschließen, aber ich kann auch mal hören, wie es bei mir auf dem Handy klingen würde oder wie es auf einem auf NS10s klingen würde. Das ist alles möglich und das finde ich super gut. Und das gibt mir mehr Sicherheiten, weil ich eben mal hier sitzen bleiben kann und nicht zum Auto rennen muss, um irgendwas zu hören, sondern das eben mal hier machen kann und dann gutes Feedback über verschiedene Abhörmöglichkeiten bekomme. Finde ich super toll. Auch, dass das Ding jetzt einfach da ist und ich dann nicht mehr dran rumfummeln muss, außer wenn ich jetzt die Abhörmöglichkeiten ändern möchte, ist mega. Ich kann es jetzt auch, den USB-Schalter kann ich jetzt, oder den USB-Stecker kann ich jetzt auch wieder ziehen. Der wird jetzt nicht mehr benötigt. Das heißt, es ist wirklich total praktisch und einfach zu verwenden. Man macht es einmal fertig und dann klappt es. Und es klappt sehr gut. Im akustischen Vergleich fand ich tatsächlich die Unterschiede zwischen beiden Geräten sehr, sehr gering. Ich hatte sogar den Eindruck, dass das Arc einen Hauch glatter, exakter klingt als das Sonoworks. Aber das kann natürlich auch ein subjektiver Höreindruck sein. Ich kenne ja meine Boxen jetzt so, wie sie hier sind. Und gemessen habe ich das jetzt nicht mehr. Aber mir hat es auf jeden Fall gut gefallen, wie es klingt. Ich habe verschiedene Quellen durchgehört, die ich gut kenne. Und hatte immer den Eindruck, ja, das ist so das, wie ich die Musik schon mal gehört habe, wie sie optimalerweise klingt. Ich habe eine sehr feine Auflösung mit den KSD-Monitoren. Und
ist sehr gut. Also im Bassbereich muss ich auf jeden Fall nochmal schauen. Vielleicht arbeite ich nochmal an meinem Helmholtz-Resonator und gucke, ob ich da noch ein bisschen was verändern kann. Oder ich muss gucken, ob ich noch zwei, vielleicht drei Bassfallen oder ja, Basskabinetts hole, um den Sound in den Bässen noch klarer zu machen. Aber für die Zwischenzeit habe ich mit dem Arc jetzt eine super Lösung und mal gucken, wie er sich auf lange Sicht ja, bewährt, würde ich mal sagen. Die Sonarworks wird verkauft oder gebe ich weg an einen Freund vielleicht. Die Software werde ich löschen, weil mein Computer einfach besser läuft, wenn die Software nicht drauf ist. Und ich weniger Ärger und weniger, ich sag mal, Nickeligkeiten habe. Die hat mir jetzt gut gedient. Danke dafür an Sonarworks. Ich habe mich jetzt anders entschieden. Kleiner Disclaimer. IKA Multimedia hat keinen Einfluss auf meine Meinung. Das ist ein Testresultat, was ich jetzt so darstelle, wie ich es für richtig halte. Und auch Sonarworks hatte da nicht mitzureden. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, es hilft euch und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Macht's gut. Ciao.